Ich habe erlebt, dass man bei positiven Gefühlen am besten immer wissen sollte, was man genau für ein positives Gefühl hat. Zum Beispiel, wenn man sagt nicht einfach, ich bin fröhlich. Zum Beispiel, man probiert selbst wirklich herauszufinden, was genau man ist. Zum Beispiel aufgeregt oder so. Ich bin gerade sehr aufgeregt. Es gibt auch Fröhlichkeit. Spannung, wenn man voll angespannt ist auf etwas. Und noch viele andere Gefühle. Ich bin sehr dankbar, wenn ich meine Familie sehe und wenn ich mit meinen Freunden etwas unternehmen kann. Und wenn ich andere Leute helfe, bei zum Beispiel Hausübungen oder so. Ich bin dann sehr glücklich und weiß, dass ich gerade etwas Gutes gemacht habe. Eine Stärke ist von mir hilfsbereit. Sehr viele Menschen sagen, ich bin sehr nett, dass ich gut zuhören kann und dass mir immer, wenn Ding wie eine Idee brauchen, habe ich immer eine. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, wie man zur Welt ist, so ist die Welt auch zu einem. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag lang nur böse ist, ist auch jeder andere den ganzen Tag lang böse zu dir. Zum Beispiel, wenn ich Hilfe brauche, dann sind immer andere Menschen da, die mir helfen. Und wenn ich zum Beispiel etwas nicht verstehe, dann erklären sie mir, wie diese Sache geht. Und wenn andere Leute merken, dass ich gerade nichts zu tun habe, fragen sie, ob wir etwas machen sollen, halt zu spielen oder so. Dass man probieren sollte, immer aufs Positive zu schauen und nicht ganz aufs Negative, weil im Gehirn schaut jeder Mensch aufs Negative und nicht mehr aufs Positive. Weil ganz früher gab es nur so gefährliche Tiere und so. Man musste immer aufs Negative schauen. Jetzt gibt es das ja nicht mehr.